Wer von euch erinnert sich nicht gerne zurück? Vampirfilme Mitte und Ende der 90er waren einfach was Besonderes. Echte Männer haben den Blutsaugern ordentlich auf die Fresse gehauen, ja. Was kam danach? Nichts Gescheites mehr. Es kamen diese warmen Glitzervampire, ja, namens Edward oder wie sie gehießen haben, ja. Die Twilight-Filme zum Beispiel, ja. Bombastisch eingeschlagen, fantastisch angekommen, ja, aber das sind für mich keine ordentlichen Vampirfilme, ja. Natürlich, ich habe die Filme auch gesehen mit meiner Freundin und storytechnisch haben die mir sogar ganz gut gefallen, aber diese Inszenierung einfach zu teeniehaft, zu weichgespült. Da greife ich doch gerne auf die älteren Vampirfilme wie John Carpenters Vampire oder auch Blade zurück. Und um Blade soll es heute in diesem Video gehen, denn der Film wurde neu aufgelegt in 4K und das sogar in einem schicken Steelbook. Teil 2 und 3, da hat man bis jetzt noch nichts davon gehört. Ich hoffe inständig, dass die auch noch in 4K kommen, aber wir müssen uns zuerst mal mit Teil 1 zufrieden geben. Ja, wie gesagt, der ist im Steelbook erschienen, das habe ich mir bei Amazon Deutschland gekauft und da hat das Teil mich 35 Euro gekostet. Da könnte ich mir ein bisschen auf die Zähne beißen, auf die Zunge beißen, denn der Film war dann auch in Italien verfügbar und da hat der sage und schreibe nur 23 Euro gekostet, auch mit deutschem Ton. Shit happens. Jetzt habe ich das Ding aber hier und ich habe eben schon mal Vergleiche gezogen. Ich habe den Film eingelegt, habe ihn direkt mit der Blu-ray verglichen und tatsächlich sieht man hier einen doch recht großen Unterschied in der Bildwiedergabe. Ja, das 4K-Bild sieht einfach fantastisch aus und ich kann es jedem Fan von Blade nur ans Herzen legen. Ja, ob es sonst noch irgendwelche Unterschiede zwischen der Blu-ray und der 4K-Veröffentlichung gibt, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Viel Spaß! Hier haben wir das gute Stück und wir sehen hier vorne, dass wir eine aufgelegte J-Card haben, ohne Klebepunkte, das FSK-Logo auf die J-Card drauf gedruckt, also auch kein FSK-Aufkleber. Sehr, sehr lobenswert. Wir haben eine 4K Ultra HD enthalten und eine Blu-ray, eine limitierte 2-Disc Steelbook Edition. Wir sehen auch hier nochmal das High Dynamic Range Logo. Dann schauen wir uns die J-Card mal auf der Rückseite an. Hier haben wir natürlich wieder ein paar Szenenbilder. Die sind anders gestaltet als auf der Blu-ray Emirate zum Beispiel. Die Inhaltsangabe ist so ziemlich exakt die gleiche, nur dass man die Worte hier und da ein bisschen gedreht hat und verändert hat. Aber ansonsten ist der Text ziemlich derselbe. Die Specials sind hier auch nicht verändert. Ja, wir haben hier Audiokommentare von Darsteller und Crew auf der 4K enthalten und auf der Blu-ray, aber ursprünglich waren die auch auf der Blu-ray drauf und unten das Material, welches auf der Blu-ray ist, ist genau dasselbe wie bei der Blu-ray VÖ von damals. Ja, der Film geht ca. 120 Minuten lang, ist ab 18 natürlich unzensiert und wir sehen hier nochmal technische Spezifikationen und hier kann ich auch sagen, dass ich beim Ton für die deutschen Zuschauer nichts geändert habe. Wir haben auch hier dieselbe Tonspur, wie wir sie auf der Blu-ray haben. Dolby Digital 5.1, so war es damals, so ist es auch jetzt bei der 4K. Was sich natürlich verändert hat, im Englischen bekommen wir wieder mal eine Dolby Atmos Tonspur spendiert, wo die Deutschen wieder in die Röhre gucken. Wenn wir uns das Steelbook angucken, sehen wir hier oben, dass ich eine ganz leichte Delle drin habe. Das ist ein bisschen ärgerlich, ja, das nervt mich ein bisschen. Da werde ich mich wohl an Amazon wenden, mal gucken, was dabei rauskommt. Ansonsten schauen wir uns das Steelbook selbst mal an. Das hat eigentlich ein schönes Artwork. Wir haben mattes Artwork, welches aber so einen leichten Metallic-Effekt hat, wenn man das hier durchs Licht schwenkt. Wir sehen vorne Wesley Snipes beziehungsweise Blade und das Artwork gefällt mir richtig gut. Wir haben hier viele rote Elemente. Er steht da mit seiner Klinge und mit seinem Schwert in der Hand. Das wirkt doch recht cool. Und das Back-Artwork, welches eigentlich auch ganz solide ist, wo wir Blade in kämpferischer Pose sehen. Warner-typisch durch ihre blöden Credits hier irgendwie getrübt wird. Ich finde das einfach nur hässlich immer. So richtig unschön, wenn man diese Credits auf Steelbook mit draufdruckt. Es reicht doch, wenn die auf der J-Card drauf sind. Wen interessiert das noch, wenn man den Film zu Hause hat? Da reicht das doch, wenn das auf der J-Card drauf ist. Ja. Unverständlich, aber Warner ist halt und bleibt halt ein kundenunfreundliches Label. Das muss man einfach so sagen. Schaut euch einfach mal das Video zu der Hobbit 4K-Trilogie an, welches ich hochgeladen habe. Dann versteht ihr, was ich meine. Geöffnet sieht das Ganze dann so aus
und im Innern kommt das Ganze dann so daher. Wir haben hier dann eine rote Disc mit dem Blade-Schriftzug, das ist dann die 4K Ultra HD, während wir bei der Blu-ray ein einfaches Repack haben mit der schwarzen Blade-Disc, die in der normalen Keepcase-Variante der Blu-ray VÖ auch schon so enthalten war. Dann haben wir im Innern nochmal ein schönes Artwork, welches mir eigentlich gut gefällt. Wir sehen hier Blade, wie er gegen Deacon Frost kämpft. Und das ist das Blade Steelbook. Ja, mir gefällt es richtig gut. Scheiße, dass da oben so eine kleine Delle drin ist. Das nervt mich jetzt natürlich ein bisschen. Ja, mal gucken, was sich da machen lässt. Ja, vielleicht schreibe ich auch Amazon mal an, ob es eine Erstattung gibt oder ob ich ein neues zugeschickt bekomme. Ich weiß es noch nicht genau. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr dieses Steelbook so findet. Wie steht ihr allgemein zur Blade-Reihe? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das wieder mal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Gebt mir einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.